Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Path of Titans Video. Wir befinden uns heute hier auf dem Mond. Alles ist in Zeitlupe und wir befinden uns hier auf einer schönen Mondlandschaft. Wir werden von der Sonne angestrahlt und dadurch ist hier alles sehr hell beleuchtet. Da unten ist die Erde und wir leben hier als Spinosaurus unser einsames Leben. Eine sehr lustige Map, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Finde ich eine coole Idee, ist natürlich so ein bisschen spaßmäßig und trollmäßig. Aber ist trotzdem ziemlich witzig. Vor allem, dass hier alles so mega in Zeitlupe abläuft. Auch die Schreie. Schon cool, ne? Coole Idee. Ich finde es auch cool, dass da hinten echt die Erde so zu sehen ist. Ich frage mich ja, wie weit man da hingehen kann und ob man die gleich vielleicht noch besser sehen kann. Ja, vielleicht ist der Spinosaurus dafür nicht der perfekte Dinosaurier. Vielleicht sollten wir mal eben einen Konkavernator nehmen. Das ist doch super. Der ist ein bisschen schneller unterwegs, hoffe ich. Auch dieser hier ist in Zeitlupe unterwegs. Auf dem Weg zur Erde. Und kann auch springen. Sieht so ein bisschen so aus wie bei dieser Mondlandung von den Amerikanern. Das ist schon witzig. Woo. Sieht aber auch echt cool aus, so mit dem Licht und so. Hat schon irgendwie was. Woo. Ja, ich feiere das, ist eine coole Idee. Lauf über die Kuppe. Da kommt die Erde. Yay. Okay, man kann halt wirklich näher kommen. Das ist ja richtig cool. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, das dauert noch ein ganz schönes Weilchen. Ich glaube, das wird noch ganz schön lange dauern. Was ich mich gerade frage, meint ihr, es gibt hier auf dem Mond Wasser? Also hier auf der Map. In echt natürlich nicht. Aber meint ihr, es gibt hier sowas, dass man hier echt überleben könnte? Weil ich meine, andere Spieler könnten hier auch spawnen. Und dann logischerweise unsere Beute werden. Dann könnten wir auf jeden Fall uns mit Nahrung versorgen. Allerdings, glaube ich, ist Wasser so das größere Problem hier. Und natürlich Luft, ne? Aber anscheinend können wir hier ohne Probleme atmen. Wir sind wahrscheinlich so eine außerirdische Dinosaurier-Spezies. Gucken, was der hier für einen Schrei hat. Ist halt echt lustig, dass alles in Zeitlupe ist, auch die Schreie. Hm, ich bin mal gespannt, wie das hinter der Kuppe da aussieht. Und jetzt geht's über die Kuppe und dahinter geht's wieder weiter. Oh mein Gott. Ist da irgendwas zu sehen? Nee, ich glaube nicht. Meint ihr denn, wir kommen näher? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Eine Ewigkeit später haben wir es endlich auf die Kuppe geschafft. Jetzt bin ich gespannt. Sind wir der Erde ein Stück näher gekommen? Ich würde sagen, ja. Hier flitzen wir uns mal eben hin. Wir haben eh keine Ausdauer mehr. Sieht alles so witzig aus. Ah, da ist die Erde. Sehr, sehr weit weg. Ich glaube, da werden wir es nicht hinschaffen. Du bist hier ganz allein, kleiner Konkavernator. Aber keine Sorge, wir werden jetzt noch gemeinsam eine richtige Map erkunden. Ich fand die Idee trotzdem cool und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ist halt so eine kleine Fun-Map. Aber das spricht ja auch nichts gegen, ne? Ich fand es echt sehr unterhaltsam und witzig. Ich meine, wer hat denn sich schon mal, wer hat denn schon mal Dinosaurier auf dem Mond gesehen? Also ich vorher nicht. Und deshalb fand ich das super witzig. Aber jetzt schauen wir uns nochmal eine richtige Map an. Und zwar die Map Stoneclaw. Das Ganze machen wir als Struthiomimus. Der ist relativ schnell unterwegs und damit können wir das Ganze schnell erkunden. Deswegen denke ich, der ist sehr, sehr gut geeignet. Das ist eine sehr bergige Map mit vielen Bäumen, sehr viel Gras. Also eine sehr schöne Graslandschaft. Ist auch wieder was ganz anderes. Finde ich ziemlich cool. Ist auch eher so ebenenmäßig. Also man hat jetzt nicht so einen dichten Wald, sondern man kann schon ganz gut sehen, was um einen herum passiert, weil die Bäume schon ein bisschen Abstand voneinander stehen. Leider sind auch hier wieder keine anderen Spieler gerade online. Ich sollte das Ganze vielleicht mal noch später aufnehmen, irgendwie nachts oder so, damit wenigstens die Amis mal auf den Server kommen. Aber es ist halt auch nur so ein Demo-Server, deswegen ist der, glaube ich, allgemein nie so voll. Wäre aber natürlich cool, wenn hier auch mal andere Fleischfresser oder so wären und man dann auch mal gejagt... Oh, was liegt denn da? Ich würde sagen, gejagt wird und da liegt schon der erste Kadaver. Oha. Das sieht ja böse aus. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. In dem Spiel. Oh, krass. Der Kopf ist ab, die Arme sind ab. Das eine Bein ist ab, der Korpus ist offen und ausgehöhlt. Der Schweif ist auch abgefressen. Das ist ja krass. Sieht aber cool aus, der Kadaver. Das hätte ich nicht gedacht. Sieht zwar auch ein bisschen brutal aus, aber so ist das nun mal, ne? Fressen und gefressen werden. Also sind hier vielleicht doch Fleischfresser?
die mich jagen. Oh, wer weiß, wer weiß. Aber ich denke, wir sind schnell unterwegs. Also wenn hier irgendwas kommt, wir sollten es früh genug sehen oder hören. Und dann können wir hoffentlich wegrennen. Ich weiß gar nicht, was es hier so Besonderes zu erkunden gibt. Aber ich glaube, hier gibt es solche, da vorne sind diese, glaube ich, diese Steinchen. Von dem die Map auch den Namen hat. Da würde ich jetzt sagen, wir geben uns mal hin. Falls ich irgendwas Interessantes finde, bringe ich euch auch schon vorher zurück. Oh, ich glaube, hier ist noch ein weiterer Kadaver. Nee, was ist das? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sind das Nüsse? Könnten wir auf jeden Fall essen. Gather Tiger Nuts from... Okay. Ah, das ist eine Mission. Guck mal. Das ist eine Quest, glaube ich. Wir haben jetzt 20 von 50. Das ist ja cool. Soll ja auch so Quests später geben in dem Spiel, wo man dann Skins und Fähigkeiten freischalten kann für seine Dinos. Finde ich auch mega interessant. Da bin ich echt gespannt. Das scheint schon mal eine kleine Beispielmission zu sein. Wir müssen die halt jetzt suchen und finden. Und es sind noch weitere. Ich hoffe, wir sehen noch welche. Ah, da sind welche. Perfekt. Können wir die Mission abschließen? Mal sehen, was passiert. Verdient. 50 Dino-Tokens oder was das ist. Nice. Okay, wir ruhen uns mal aus und dann gehen wir weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Ich muss ja echt sagen, je mehr ich Path of Titans hier spiele, desto mehr freue ich mich auf das Spiel. Also es rutscht in der Skala der Spiele, auf die ich mich am meisten freue, immer höher und höher momentan. Weil es spielt sich einfach verdammt gut. Es sieht verdammt gut aus. Die Dinosaurier sehen cool aus, machen coole Sounds. Das Einzige, worauf ich natürlich sehr gespannt bin, ist auch noch das Kampfsystem. Weil das ist ja auch noch sehr ausschlaggebend. Das sind andere Nüsse, oder? Nee. Sahen irgendwie ein bisschen anders aus. So, jetzt sind wir hier bei diesen Stonehenge. So heißen die Dinger, ja. Ist hier irgendwas Besonderes? Sieht irgendwie nicht so aus. Nur ein paar Steine inmitten einer Ebene. Kann man hier hoch? Weil das war ja auch immer cool bei The Isle, wenn man dann mit den Raptoren irgendwie einen Felsen erklommen hat, wo einem dann die anderen größeren Räuber nichts anhaben konnten. Sehr cool. Also ist wirklich sehr cool. Stellt euch das einfach mal vor mit ganz vielen anderen Dinosauriern noch. Das Spiel ist ja unglaublich hübsch auch. Kann man sich auch sogar schlafen legen. Ist auch super süß. Wir stehen natürlich wieder auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch was Spannendes zu erkunden gibt. Aber ist ja schon mal cool, dass es hier so... Oh, die ersten Quests gibt. Hier ist nochmal so ein Kadaver. Sieht aber echt nicht aus wie jemand, der getötet wurde. Sieht eher aus wie ein Kadaver, der hier spawnt oder rumliegt. Lag der hier vorhin schon? Irgendwie gruselig. Dass hier einfach so Kadaver rumfliegen. Wir gehen mal hier noch über die Kuppe, schauen da auch nochmal runter. Dann sollten wir eine relativ gute Übersicht nochmal haben. Bin auch gespannt, wie groß die Karten später sein werden. Das kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Weil große Maps sind natürlich toll, allerdings nur, wenn dann auch genug Spieler da sind, weil wenn man die ganze Zeit nicht auf Spieler und so trifft, ist das natürlich doof. Aber in Path of Titans soll ja auch viel mit KI auf der Map passieren. Ich glaube, da werden auch KI-Gegner sein und auch Quests und Missionen und sowas mit irgendwelchen KI-Leuten oder Leuten, sag ich schon, KI-Dinosauriern sein. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man irgendwie zum Beispiel als Quest bekommt, jage das Rudel oder so, oder lege das Rudel. Und das ist dann natürlich schwierig alleine, da muss man sich auch mit anderen verbünden und sowas. So habe ich das zumindest aus diesem Infotext herausgelesen. Ich bin da echt gespannt. Also ich finde es cool, dass die sowas wie Quests auch hier einbauen in das Spiel. Weil dadurch ist es dann halt nicht einfach dieses stumpfe Überleben und die Langeweile, die man dann teilweise und sowas bekommt. Dann hat man nämlich auch mal was zu tun, kann weitere Skins freischalten und Fähigkeiten, hat halt so einen Anreiz, sich auch zu bewegen und sich nicht einfach irgendwo einzucampen. Und ja, da werden wahrscheinlich schon die ein oder anderen Abenteuer passieren. Das hier ist auch ein großer See. Perfekt für Spinos, Suchos und. Ich glaube, jetzt können wir aber leider gar nicht mehr so viel hier machen, außer diese tolle Landschaft begutachten und bewundern und bestaunen. Hat aber echt wieder viel Spaß gemacht, diese Map-Besichtigung. Falls mal wieder eine neue Map rauskommen sollte, werde ich euch die auf jeden Fall zeigen. Ihr müsst aber bedenken, das ist alles nur so Demo-Test-Sachen, die ich euch hier zeige. Ich glaube, das ist einfach wieder eine gemoddete Map, also keine offizielle Map.
Aber Mod-Unterstützung ist immer gut und wenn was weiteres kommt, werden wir das auf jeden Fall gemeinsam ausprobieren. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.